Zerotelora euch herzlich willkommen zu seinem Let's Play zu Terraria. Man kann das eigentlich als Minecraft in 3D, hätte ich fast gesagt, in 2D bezeichnen. Wir werden uns jetzt aber auch gleich erstmal fix ein Haus bauen. Weil wenn es Nacht wird, kommen Zombies und wir wollen ja nicht, dass wir oder ein Guide draufgehen. Deswegen werde ich jetzt erstmal Holz dafür sammeln. Und ja, es wird auch bei mir meistens auch nur ein Rechteck werden. Aber Hauptsache, man hat irgendwas, wo man sich vor Monstern schützen kann. Den Guide brauchen wir nämlich noch, weil er nämlich... Was macht ein Pinguin in der Graslandschaft? Da müsste da irgendwo in der Nähe dann Dingens sein, hier Eislandschaft suchen. Ich wollte gerade überlegen, wie das Ding nochmal hieß. Der arme Pinguin, da erschießt er den einfach. Aber gut, dass er die Slimes erledigt und wir uns dann hier um das kümmern können. Weil mit dem Creeper müssen wir nachher nämlich auch ein paar Fackeln machen. Damit wir nämlich auch ein bisschen Licht im Dunkeln haben. So, die Bäume haben wir abgeholzt. Ein süßes kleines Eichhörnchen. Alle Leute, die sich denken, sei vorsichtig mit der Spitzhacke, sonst hält sie ihn. NPCs könnt ihr nicht verletzen, außer durch Explosionsschaden. Na, deswegen brauche ich mir da keine Sorgen machen. Aber Tiere könnt ihr töten und deswegen passe ich halt auf eine Spitzhacke, wenn ein Tier in der Nähe ist. Okay, da ist ein Eisgebiet. Das sehe ich jetzt gerade am Eisslime. So, dann wollen wir jetzt erstmal kurz das Haus zimmern. Ups. Dann brauchen wir jetzt kurz eine Werkbank. Die wir auch direkt hinstellen. Brauchen wir das einmal. Das. Zwei Türen. Dann kurz nochmal. Ein paar Fackeln. Ja, das brauchen, genau, das brauchen wir auch. Dann brauchen wir jetzt nochmal Wände. Dann werden wir die jetzt kurz platzieren. Weil wir müssen ein Zimmer mit Wänden, also mit Wänden links, rechts, oben und dann im Hintergrund machen, damit der Typ nämlich da einzieht und er im Haus, Haus bleibt nachts, wenn die ganzen Zombies kommen. Und deswegen versuche ich mich auch gerade zu beeilen, dass ich das hinkriege, bevor es Nacht wird.
Tisch hinstellen. Ach stimmt, Tisch, Stuhl, also so ein abgeschlossenes Zimmer wie hier. Ne? Kann auch, es reicht auch, wenn zum Beispiel hier eine Tür ist und rechts eine Tür. Na, also es muss aber trotzdem eine Lichtquelle drin sein. Ne? Deswegen, ansonsten sagt er, das Zimmer ist nicht geeignet. Zack. Verteilen wir die mal ein bisschen. So, jetzt das Lagerfeuer. Damit wir hier im Gebäude auch eine kleine Lebensregeneration haben. Erste Tür. So. Wenn wir dann, solange es hält, ist, dann kann ich mal das Erz hier mit. Ja, das ist schon das Eisgebiet. Okay, gut zu wissen. Nehmen wir auch gleich mal die hier mit, die Steine. Dann können wir nämlich dann auch gleich einen Ofen basteln. So. Oh, flink eins dran. Das kommt gut. Dann machen wir hier mal wieder zu. So, das ist noch ein Slime. Die Pilze brauchen wir nachher, um Heiltränke zu machen. Und solange es hell ist, nehmen wir jetzt gleich nochmal Holz mit. Damit wir uns die erste Rüstung schon mal machen können. Und das erste Schwert. Mensch. Da schon der nächste. Also ich glaube, die wollen nicht, dass ich hier die Rüstung kriege.
den Baum hier noch, also die beiden, und dann bin ich auch schon auf dem Rückweg. So, jetzt brauche ich nämlich gleich hier die Dings. Die Erde, die ich davon abgebaut habe, weil dann kann ich da wieder hoch, weil so komme ich da nicht hoch. Jetzt dürfte es klappen hier. So. Und schnell zurück. Den nehmen wir doch noch mit. Weil wenn die Zombies gleich kommen, will ich hier nicht draußen rumlaufen. Also noch nicht. Jetzt hat die Musik sich geändert. Da das Zimmer geeignet ist, kommt er jetzt wieder rein. Ja, ich sag mal, normalerweise können Zombies die Tür nicht aufmachen. Nur bei Blutmond, da kriegen sie es gebacken, dass sie dann die Türen aufkriegen. So, damit hätten wir unsere Holzrüstung. Ein besseres Schwert. Hammer, dass wir dann auch Wände, wenn wir die nicht brauchen, dann halt, oder wenn wir, sagen wir mal, Wände finden, dass wir die abbauen können. Dann auch schon mal einen Bogen, also unsere nächste Waffe, und den Ofen. Gut. So, den Ofen stellen wir auch gleich mal hin. Die Sternschnuppe hier, die da sammle ich bei einer anderen Nacht ein. Weil mit denen kann man dann seinen Mana nachher erhöhen. Ich werde ihn jetzt mal kurz fragen, was man jetzt, wie viel man für Truhe braucht. So, damit hätten wir schon mal eine Truhe. Dann kann ich nämlich den Kram, den ich nicht so sonderlich mitschleppen muss, nämlich da reinschmeißen. Werden wir noch mal ein paar Fackeln machen. Versuch's einfach mal. Zack, nehmen wir die gleich mal mit. Ja, momentan müssen wir noch aufpassen, also nachts vorsichtig sein oder halt im Haus bleiben. Weil noch sind wir nicht gut genug ausgerüstet, um durchzuhalten. Ja, weil, wie ihr seht, wurden wir schon ordentlich runtergeprügelt von dem einen fliegenden Auge und den zwei Zombies. Und deswegen werden wir jetzt einfach erstmal abwarten. Gucken, was können wir sonst noch alles machen. Gut. Dann kann das wieder in die Truhe.
gucken, ob ich jetzt schon mal ein paar Pfeile schnell kann. Yep. Schmeißen wir die weg. So. Das kommt wieder rein. Ja, jetzt können wir doch ein bisschen durchhalten. Ich werde jetzt gucken, ob ich vielleicht noch ein paar Petroleumfackeln machen kann. Werkbank dafür? Ja. So, dann zur Truhe wieder. Ganzen Kram doch nochmal rein. Noch ein paar Fackeln machen. Nochmal mit. Ah, eine Linse. Brauchen wir nachher, um das verdächtig ausschauende Auge zu machen. So, dann können wir nämlich mal schon mal einen besseren Bereich einsehen. Okay, der hat mehr Nahkampfschaden. Testen wir den auch gleich mal. Können dann auch gleich, wie ich das sehe, schon mal ein paar Mana-Sterne fabrizieren. Wie ich sehe, wird es auch gerade wieder hell.
Na, da gehen wir noch nicht runter. Das trifft sich sehr gut. Dann können wir nämlich in Ruhe hier weiter, nämlich kundschaften. Ich habe beim Erstellen groß gewählt, damit wir auch ein bisschen mehr erkunden können und so. Na, damit wir auch, ne, auch mehr Höhlen und Truhen und so weiter finden können, sag ich mal. Und es macht dann noch mehr Spaß. Und dauert halt aber auch natürlich ein bisschen länger. Also das ist das größte Schneegebiet, was ich bisher gesehen habe. Die geknackt. Dann nehmen wir das Erz hier noch mit. Ups, die Vase da vergessen. Das ist schon wieder normales Biom. Auch nochmal Erz. Okay, das ist momentan noch das Ende. Also weiter können wir momentan noch nicht laufen. Weil ich bräuchte, wenn dann erstmal Rückruftränke, dass ich schnell wieder zurückkomme. Und nicht mich erst hochbauen müsste und so weiter und so fort. Deswegen drehen wir hier dann erstmal wieder um. Was ist das? Normal stand es aber wie ein Eisenerz aus oder so. Da. Mal gucken, was wir gleich zusammenbauen können. Mal ein bisschen Schnee sammeln, dass ich dann auch noch hier ein bisschen hochbauen kann da gerade. Dann kann ich euch auch gleich mal zeigen, was man aus Schnee noch alles machen kann. Mist! Das Gute ist, ihr lasst halt nur ein bisschen Geld fallen und das ist halt nur 15 Silber, 15 Kupfer. Das ist
Peanuts, also ihr kriegt so schnell Geld wieder rein. So. Na, jetzt machen wir kurz die Truhe noch mit auf. Na, weil jetzt haben wir... Okay, die brauchen wir gar nicht. Jetzt haben wir 2 Mana-Sterne. Ein bisschen Barren. Hier, das können wir noch aus Schnee machen. Und die haben jetzt sogar momentan mehr Schaden als meine Pfeile. So. Dann werden wir jetzt mal kurz die Mana-Sterne verwenden. Wie ihr seht, sind jetzt hier 2 Mana-Sterne zugekommen. Ja, wir werden mal kurz hier nochmal buddeln. Das dürfte nämlich, glaube ich, Zinnerz sein da unten. Yep, habe ich mir noch gedacht. Machen, damit er da nicht ins Loch fällt. So, dann gehen wir da jetzt mal das doch rein, mal gucken. Was ist denn hier los? So. Zerköpfen wir hier mal wieder hoch. Das Zinnerz dann nehmen wir später mit. So, falls ihr irgendwann im Hintergrund hören solltet, das ist mein Zwergkaninchen, das ist gerade am Essen. So. Einmal schnell stapeln, so. Das rein, das rein, das rein. So, ja. Wir werden dann beim nächsten Mal dann hier die Höhle weiter erforschen und so weiter und gucken, dass wir vielleicht ein paar Rückruftränke irgendwie in die Finger kriegen. Damit wir dann halt auch mal ein bisschen runterhüpfen können, ohne dass wir dann halt gucken müssen, wir bauen wir uns da wieder hoch. Und ja, ich hoffe, dass wir dann auch mal ein paar Truhen oder ein paar Höhlen finden und so weiter. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Das ist nämlich die Einführungsfolge erstmal gewesen. Je nachdem, was für ein Anklang es findet, werde ich dann halt das Let's Play weitermachen oder nicht. Aber, ja, wir sehen dann halt später, ob das halt ein gutes Let's Play wird oder nicht. Und bis dahin, man sieht sich.